Okay, los geht's. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5. Heute haben wir wieder sehr interessante Themen vorbereitet, oder ich habe sie vorbereitet. Und ja, ich war jetzt natürlich auch eine Zeit lang nicht mehr online auf der PS3 und da tut sich natürlich schon mal was. Man sieht hier, du bist schlecht oder so andere Sachen oder Leute, die in meiner Freundesliste waren, die mich einfach, die schreiben, du bist scheiße, weil ich mit denen nicht zocke. Würden die Leute mal in meiner Haut stecken und 1000 Abonnenten haben und 5 Tage die Woche arbeiten, dann wird das sehr schwer, jeden zufriedenzustellen. Das funktioniert eigentlich so gar nicht. Ich bin wirklich immer wieder begeistert, dass überhaupt Leute, die lange Zeit in meiner Freundesliste sind, bei denen ich kaum gezockt habe oder bisher gar nicht gezockt habe, mich immer nur in der Freundesliste habe, Freundesliste haben. Also das finde ich schon krass und cool. Auf jeden Fall. Coole Abonnenten habe ich. Muss ich schon sagen. Ja, jetzt will ich jetzt hier nicht emotional werden, sondern ich habe heute wieder interessante Themen vorbereitet in meinem Alltag in GTA 5. Dort geht es natürlich immer wieder um Themen, die angesprochen werden müssen, auch wenn sie manchmal heikel sind, auch wenn sie manchmal prekär sind sozusagen. Ja, ich möchte ja meinen Alltag ein bisschen philosophieren. Oh Gott, philosophieren, was sind das für Wörter? Wo hat denn der junge Zocker die wieder aufgeschnappt? Ja, philosophieren, was ist das? Ihr schaut das Video an, ihr denkt als euren Teil, ihr hört meiner Stimme zu, ihr seht ein Flugzeug vor eurem PC oder was weiß ich, wo ihr das seht. Und ja, ihr hört mir jetzt eigentlich zu und denkt schon einen Teil, und das ist ja auch schon ein Teil von Philosophieren. So, genau, heute möchte ich mal ein bisschen über Klar-Kras reden, hatte ich ja schon mal gemacht, muss einfach nochmal angesprochen werden. Lieber Rabbit, also ganz, ganz klasse, dass du noch nie geraucht hast. Ja? Finde ich ganz, 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 ganz krass. Heutzutage ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Ja, was glaubt ihr denn heute? Heute nehmen viele Marihuana. Über die Schädlichkeit lässt sich streiten. Also es ist ja so. Und das ist auch wirklich krass, was mich immer wieder umhaut. Eine Zigarette. Eine Zigarette, das ist, als ob man am Auspuff eines Autos schnüffeln würde oder so weiter. Also Zigaretten sind wirklich eine tödliche Sache. Da ist nicht Tabak drin, wie viele meinen jetzt. Viele Jugendliche meinen ja, ach, in der Zigarette, da ist doch nur Tabak drin. Tabak von so einem Feld oder so. Das ist Quatsch, das ist eine Lüge. Da ist kein Tabak drin, da ist natürlich Tabak drin, natürlich. Der Grundstoff einer Zigarette ist Tabak, aber da sind natürlich noch tödlichere Sachen drin. Die Zigarettenmafia, und so muss man sie wirklich mal nennen, diese Zigarettenbunzen, die rauchen übrigens nicht. Also nicht, als ihr jetzt denkt, dass diese Zigarettenmanager irgendwie rauchen. Nee, die rühren keine Zigarette an. Aber die machen uns Leute, dein Papa, deine Mama, dein Bruder, deine Schwester, du, ich, machen sie süchtig. Sie machen sie süchtig, damit wir dieses Produkt namens Zigarette rauchen. Heute rauchen wir ja nicht mehr, da es cool ist oder so. Das ist nicht mehr der Grund. Heute rauchen wir, weil wir nicht mehr davon loskommen. Und viele Jugendliche sagen, hey Mann, scheiße Mann, scheiß Zigaretten, warum komme ich davon nicht los? Warum komme ich davon nicht los? Es ist eine Sucht. Ja. Weil diese Inhaltsstoffe, die enthalten sind, einfach sehr gefährlich sind und tödlich sind sozusagen. Sie machen total süchtig. Ganz furchtbar. Finde ich ganz schlimm sowas. Wir fahren jetzt mal hier Richtung Ding, Beach, und dann reden wir weiter, weil da ballern wir mal ein paar Leute ab, würde ich sagen. Genau. Wie schon gesagt, wie findet ihr Zigaretten? Wie findet ihr Zigaretten? Also, ich finde sie nicht gut.
Oh, weil sie einfach total süchtig machen und am Endeffekt habe ich auch kaum noch Geld. Ja, Gras ist ja, man sagt ja auch, die gesunde Droge. Kommt natürlich immer darauf an, wie man Marihuana konsumiert. Tests haben gezeigt, dass es nicht krebserregend ist, nur wenn ich es natürlich in einen Joint mache und natürlich diesen Joint andrehe, weil klar, bei der Verbrennung von Rauch entsteht immer krebserregende Stoffe, das ist normal. Ich kann auch Karottenspäne oder Tomaten Saft rauchen. Bei der Verbrennung von Rauch entsteht krebserregender Stoff. Das ist ganz normal, das ist so. Kann man nicht ändern. Wir sehen, hier haben wir gerade eine Internetpanne. Ganz viele Leute sind rausgeworfen worden. Total. Ja, so sieht das nämlich heute aus. Man könnte natürlich jetzt das Gras in Haschkekse machen und dann könnte man, also in Kekse rein tun und dann wäre man natürlich, hätte man eine gesunde Droge. Ja, die Vorteile von Marihuana und die Nachteile kann ich euch auch aufzählen. Natürlich, es entspannt, man muss es, glaube ich, mal erlebt haben, aber ich möchte jetzt hier kein dieses Produkt ans Herz legen. Ne? Weil es einfach auch für viele Probleme sorgt. Viele Probleme. Der beste Weg ist natürlich nicht zu rauchen. Allein schon wegen dem ganzen Geld. Aber viele denken bei Sucht immer an Drogen und so weiter. Aber selbst eine Schokoladensucht kann eine Sucht sein. Süchtig nach Schokolade. Klingt natürlich etwas verrückt, aber es gibt Leute da draußen, die brauchen immer was Süßes. Die brauchen Zucker, die brauchen Cola. Die kriegen Angstzustände, wenn die keine Cola mehr bekommen. Man kann süchtig nach allem werden. Egal, was die ganzen Experten sagen. Man kann süchtig nach Sport sein. Man kann süchtig nach, wie schon gesagt, Drogen sein. Man kann süchtig aber auch nach Spielotheken sein. Und da gibt es die verschiedensten Arten. Kann ich jetzt stundenlang mit euch diskutieren hier. Im Endeffekt kostet natürlich Rauchen und Gras natürlich sehr viel Geld. 1 Gramm? Wie viel kostet 1 Gramm? 10 Euro? Und dieses ganze Marihuana wird ja auch sehr oft gestreckt mit Streckmitteln. Und das würde ich euch jetzt wirklich nicht so sagen. Also es ist wirklich, was da manchmal drin ist, also auf jeden Fall giftiges Zeug. Ja, das war's eigentlich schon. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen ballern. Bisschen um mich schießen und so. Und sag auf jeden Fall ciao. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und ja, haut auf jeden Fall rein und bis dann zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und ja, bis dann. Ciao.